Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Lotus-Video hier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Lotus hat uns ja nun wörtlich einen Strich durch die Rechnung gemacht von wegen Urlaub. Wir hatten ja gestern nun mal das neue Update uns angeschaut mit einsteigenden Fahrgästen und aussteigenden Fahrgästen und natürlich noch weiteren coolen Futures. Jetzt hat aber auch Düsseldorf natürlich sein Präsent noch dagelassen und hat uns hier zwei verschiedene Straßenbahnen gratis dazugegeben. Und zwar zu der linken Seite sehen wir einmal den Duewag N6 M6 und auf der rechten Seite haben wir den Duewag N8 M8 und unterscheidet sich hier natürlich von der Länge der Fahrzeuge. Während die linke Seite ein bisschen kleiner ist, sehen wir, dass die rechte Seite schon ein wenig länger ist. Grund natürlich haben wir hier in der Mitte nochmal ein extra Teil hier, ne, so ein extra Waggon. Und dementsprechend ja, sehen wir hier ja, die verschiedenen Längen der Fahrzeuge. Auch toll ist hier, muss man ganz ehrlich sagen, die ganzen Presets, die ich ja in der letzten Folge ja schon mal so ein bisschen angesprochen hatte. Das funktioniert alles echt gut, wunderbar. Wenn wir uns das Ganze mal jetzt mal ganz kurz anschauen wollen, wenn wir uns jetzt hier ein neues Fahrzeug platzieren wollen, gehen wir mal ganz kurz mal hin und zeige ich euch das Ganze. Da haben wir ja nun die Möglichkeit, dass wir uns ja hier jeweils die Fahrzeuge hier so weit auswählen können. Und dann könnt ihr hier oben zur Vorauswahl, Ausstattung und Konstanten hier drauf drücken und könnt euch dann hier dementsprechend denn die Straßenbahn automatisch schon so zusammenstellen, wie sie halt zu der Zeit auch dort gefahren ist. Also haben wir hier Augsburg, Bielefeld, Dortmund, Essen, Kassel, Krefeld und Nürnberg. Ja, da klickt ihr das Ganze dementsprechend an und automatisch werden die Fahrzeugkonstanten hier unten dementsprechend auch angepasst. Ja, also ihr müsst halt nicht mehr selbst das Ganze machen und abspeichern, sondern der Entwickler kann das Ganze schon so einstellen, dass es schon vordefiniert wird. Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache, was das Ganze dann dementsprechend nochmal ein bisschen aufwertet und diese stundenlange Formelei, wie es jetzt nun richtig ist, dementsprechend halt wegfällt. Und so könnt ihr das dann zukünftig dann hoffentlich auch bei allen Straßenbahnen, Typen, Bussen und sonstiges machen. Ja, dann dementsprechend noch das passende Repaint ausgewählt und dann geht's los, ja, dann kann man hier losfahren. An sich, die Fahrzeuge sind natürlich wieder sehr hochwertig, werden halt komplett kostenlos mitgeliefert. Alle natürlich, die das Düsseldorf DLC besitzen, bekommen diese Fahrzeuge noch obendrein. Die waren ja vorher, glaube ich, meiner Meinung nach nicht wirklich angekündigt gewesen. Man hat sich dann erst später dazu entschieden, dass man die Fahrzeuge dann dementsprechend noch nachreicht. Und ja, so kursierten dann immer mal wieder so ein paar Bilderchen im Lotus-Forum. Und nun, ja, zum 24.12. wurden diese denn nachgepatcht für alle Düsseldorf-Besitzer. Und ja, wie sich das Ganze halt immer so anfühlt, ne, wir sehen schon, das ist hier wieder absolut hochwertige Qualität. Aber nicht nur das gab es natürlich, sondern wir haben jetzt hier auch Menschen hier, die hier rumlaufen und alles sowas. Ne? Also das werden wir uns jetzt hier mal dementsprechend mal angucken. Wir werden mal ganz kurz mal jetzt hier in die Straßenbahn wechseln und dann werden wir hier nochmal so ein bisschen durchgehen durch die ganzen Waggons. Ne? Und ihr seht halt alles, auch es ist halt wirklich wieder alles super knackscharf, ja. Ohne Fahrschein wird es teuer, die ganzen Werbung und wie wir das Ganze so sehen. Hier fehlt noch eine Tür, glaube ich. Aber wie gesagt, das wird ja alles noch nachgerecht. Auch haben wir hier nicht die Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier so ein bisschen so durch den Wagen über die Pfeiltasten so durchswitchen können. Also man muss das Ganze dann schon so ein bisschen manuell machen dann halt. Und bei den N6 M6 ist das Ganze natürlich genauso. Ne? Fahrzeugtechnisch sieht es natürlich gleich aus, aber wie gesagt, ist halt deutlich kürzer als der N8 M8. So, aber soweit so gut. Wir steigen mal ein hier in unsere Straßenbahn. So sieht das Ganze halt im Cockpit aus. Auch hier, wie gesagt, werden noch, natürlich hier noch ein paar Teile gefixt werden. Hier oben fehlt zum Beispiel das ganze Dach noch so ein bisschen. Das ist ja hier eigentlich geschlossen, weil hier müsste jetzt ja die Anzeigenkasten sein und alles was. Das wird alles natürlich noch nachgepatcht. Ja, also das ist jetzt alles noch nicht so 100% final. Aber so an sich, muss man ganz ehrlich sagen, sehen die Fahrzeuge wirklich, wirklich gut aus. Und mich freut es natürlich immer wieder, hier mal so reinzugucken halt. Ne? Also das Problem besteht halt bei allen hier. Ne? Man kann zwar raus, also nach oben rausgucken, kann es aber von oben nicht reingucken halt. Ja, das ist mir damals schon bei dem Bus halt aufgefallen, bei dem DL. Ne? So, gut. Das soll uns jetzt aber, wie gesagt, jetzt erstmal nicht stören. Hauen wir jetzt hier den Schlüssel rein. Fahren mal Stromabnehmer nach oben. Zick, 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 zick. Ach, wundervoll. Und können hier soweit erstmal alles vorbereiten. Die Türen gehen nach rechts auf. Wir können dann sagen, dass hier dann zum Beispiel die Stufen denn rausfahren, wenn wir jetzt die Türen öffnen. Türfreigabe können wir jetzt dementsprechend reinmachen und dann hier zum Beispiel vorne die Tür öffnen. Ihr seht, das geht alles auf und zu.
Also das ist wirklich unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch. Und das ist es wahrscheinlich, was mir so an den Lotus Simulator so unglaublich gut gefällt. Ja, diese ganzen kleinen Details, ja, die hier verbaut sind. Und ich glaube, da werden andere Simulatoren das echt schwer haben. Ja? Also das ist jetzt nicht so ein bisschen jetzt dahin gesagt. Ich glaube es halt einfach. Ja, das wird schwer. Hier können wir noch den Spiegel noch mal ein bisschen einstellen. Ne? Wir können ihn natürlich aber auch ausklappen. Dementsprechend sollte das Ganze jetzt irgendwann mal funktionieren. Erstmal brauchen wir Strom wahrscheinlich. Wäre natürlich sinnvoll. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal hier Batterie ein. Und ach, jetzt will das Ganze wieder nicht. So, sollen wir ganz kurz gucken. Erstmal Licht anmachen. Hier ist natürlich der Schalter für die Türfreigabe. So, es war hier oben, meiner Meinung nach. Es muss hier oben sein, die Batterie hier. Warte mal, wir machen nochmal anders. Ziehen wir den Schlüssel nochmal raus. Und machen es jetzt nochmal neu. So, wird ein Schuh draus. So. Okay, das haben wir. Und wenn uns jetzt nicht alles täuscht, können wir noch nicht abfahren, weil Türfreigabe drin ist. Genau. Und los geht's. Sieht irgendwie aus wie so ein älterer Manta, ne? Unser GT6N hier aus Berlin, ne? Hat ja nun auch schon unten hier den Fänger hier dran, aber das sieht schon echt nice aus. So, blinken. Ja, also das ist halt schon recht edel. So, haben wir natürlich hier auch die Fahrgäste. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die jetzt noch zum Beispiel mitfahren. Ich glaube, die fahren hier noch nicht mit, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber werden wir mal sehen. Weil die stehen da halt nur. Nö, die zum Beispiel fahren gar nicht mit hier groß. Laufen bis jetzt hier nur lang. Ich habe auch gesehen, glaube ich, weiß, woran das lag. Und zwar kannst du jetzt, wenn du nämlich die Karte Diorama nämlich auswählst, ist da jetzt ein Sternchen vor. Ich denke mal, die bedeutet halt, dass das Ganze dann dementsprechend dort auch dann halt verbaut ist halt. Ne? Wir gucken mal ganz kurz. Haben wir hier die. Haben wir drin? Wundervoll. Dann habe ich ja gucken. 710 war das. Ja, ihr seht schon. De Lörig, Steinberg. Da haben wir 710, Linie 710 und die Route 42. Und auch hier, ne? Das dreht sich halt auch alles wieder mit. Also weit so gut funktioniert das Ganze hier, ne? Also da kann man hier absolut nicht meckern. Lassen wir ihn jetzt erstmal drehen. Während wir jetzt mal ganz kurz gucken. Hier mag er jetzt gerade nicht wirklich die Türen öffnen. So, wir sind hier soweit fertig. Und dann können wir weiter. Warte mal, müssen erstmal schlüsseln. Sonst wird gemeckert mit mir. Das wollen wir natürlich nicht. So. Hm.
Los geht's. Bremsen sind sehr, sehr langsam bei dem Fahrzeug, muss man gestehen. Musst du dich noch mal ein bisschen reinfummeln. Aber so an sich sieht das schon echt edel aus. So, und der Fahrgäste, die hier einsteigen wollen? Das wäre es ja jetzt. Jetzt erzähl ich hier was, weißt du, dass ich hier doch keine Fahrgäste einstellen, jetzt steigen hier doch welche ein. Ja, guck mal, es steigen doch Fahrgäste ein. Aha, na seht ihr, auch hier in Düsseldorf ist es soweit schon. Cool, das ist gut, damit habe ich jetzt natürlich jetzt nicht gerechnet, denn nämlich das Zeug, dass es hier in Düsseldorf wohl noch nicht fertig ist. Mit den Sternchen weiß ich nicht, was das denn damit auf sich hat im Menü. Ich dachte, dass das halt schon mal irgendwie ein bisschen so signalisieren soll, dass da die Fahrgäste einsteigen. Aber nein, es funktioniert auch in Düsseldorf. Wunderschön. Ja, Leute. Haltestellentaste wurde gedrückt. Oh, wenn das jetzt noch im Multiplayer funktioniert. Nice, ja. Würde Hobby jetzt wieder sagen hier. Fahrgäste laufen drin rum. Ach. Das ist so richtig schön mal anzusehen, ganz ehrlich. Ich habe das in der ersten Folge ja schon gesagt. Also in der gestrigen Folge, cool ich das Ganze finde. Und ja, wie gesagt, es kamen wieder so die Kommentare, die ich vermutet hatte, dass boah, endlich 2022 wird er eventuell fertig. Ja, naja, müssen wir mal gucken jetzt. Also als nächstes, was ich persönlich jetzt wirklich befürworten würde, ja, das war jetzt ein bisschen schlecht gedeutscht, aber jetzt aber wirklich noch die Fahrpläne und dann machen wir die Sintflut. Dann kann Lotus im Hintergrund arbeiten und wir haben erstmal das, was wir brauchen, um erstmal jetzt hier den Lotus-Simulator richtig zu benutzen. Ja. Und dann kann man ja Bugfixes machen und so weiter und so fort, ne? Dann juckt das ja keinen, aber dann ist soweit erstmal hier so, kann man schon reden, dann spielbar. Und dann kann man nicht mal die Ausrede nutzen hier von wegen, ja, das ist ja nur ein Content-Tool, ja? Aber schön anzusehen, sehr, sehr schön anzusehen. Leider ist hier die Ansage in dem in der Straße mal ein bisschen leise und hört die Ansage gar nicht. Aber jetzt bin ich schon so an einem Punkt angekommen, jetzt wo die Fahrgäste natürlich auch einsteigen und alles sowas, ja, dass ich jetzt mich schon öfter mal ransetzen würde jetzt an den Lotus-Simulator wieder, weil es ist halt einfach nur mal was, was wirklich dieses Feeling, das hat einfach gefehlt halt, ja, wenn du ja zum Beispiel Omsi fährst oder sowas, ja, und du machst halt die Türen auf und kein Fahrgast steigt ein, wisst ihr ja selber, wie er da euch da wahrscheinlich führt, ne, das ist ein bisschen langweilig. So, aber wenn sie dann natürlich einsteigen, dann bist du glücklich, hast richtig geschildert, hast eventuell auch den richtigen Umlauf drin und so weiter und so fort, und dann hast du natürlich Spaß. Und das ist jetzt bei Lotus jetzt hier genauso. Und die Karten jetzt dementsprechend natürlich das Ganze soweit unterstützen,
Dass die Fahrgäste jetzt hier auch einsteigen. Wir können jetzt hier in unserem Spiegel gucken, weißt du, geben die Türfreigabe ein und sehen, ach guck mal, da laufen Menschen rein und raus, so bewegt sich was. Ja, wundervoll. Du hörst die Türen hinten klappern und alles was. Ja, das ist, ach Mensch. Lange hat's gedauert, aber jetzt ist es da. So, was ist da mit dir hinten? Du stehst da oder willst du, achso, könnt euch nicht entscheiden, alles klar. Können sich nicht entscheiden. Mal mit. Ah, alles klar. Wundervoll. So, wie gesagt, Autos fahren hier, Menschen laufen rum, gehen an Haltestellen. Was willst du mehr? Ja, was willst du mehr? Ja. So viel also zu dem neuen Düsseldorf Update, welches jetzt erschienen ist. Wie gesagt, beide Fahrzeugmodelle sind jetzt also auch enthalten. Updates werden natürlich dann automatisch runtergeladen. Wisst ihr ja, wie das Ganze ja läuft. Und dann habt ihr jetzt, wie gesagt, zukünftig zwei neue Fahrzeugtypen mit enthalten. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr das Düsseldorf DLC habt, ne? Und solltet ihr das eventuell noch nicht gehabt haben, braucht ihr keine Sorgen machen. Das ist anders als wie bei München, dass ihr da bestimmten Content nicht mehr bekommt. Also so hatte man es versprochen vor Ewigkeiten. Jetzt ist es alles egal, weil jetzt gibt es Tramsim. Nein, also auch wenn ihr das Ganze jetzt nicht gleich von Anfang an supportet habt, sondern das Ganze jetzt erst kauft, habt ihr trotzdem alle Fahrzeugmodelle drin. Ja, also die ganzen GT8 SU und den B80D Stahl. Wie gesagt, habt ihr jetzt auch die beiden Duwag N6 M6 und N8 M8. Ja, also, denn auch, wie gesagt, mit verschiedensten Repaints. Im Workshop könnt ihr euch natürlich schon wieder haufenweise Repaints runterladen. Die gibt es natürlich jetzt mittlerweile auch schon wieder. Also dementsprechend ist alles mit dabei, was ihr braucht. Und wie gesagt, jetzt in Düsseldorf auch hier das Update, dass ihr KI-Passanten habt, die jetzt sogar einen Aussteigen hier in Düsseldorf. Und von dem Ganzen her finde ich das mega nice. Also auch hier ein großes Dankeschön an Team Düsseldorf, die das Ganze hier noch exakt zu Weihnachten nochmal veröffentlicht haben. Also großes, großes Dankeschön dafür. Denn ich denke mal, ich werde mir jetzt noch so ein bisschen meine Zeit damit jetzt hier noch verbringen, mit dem Lotus-Simulator, das Ganze hier mit KI mal hier so ein bisschen abzufahren. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt aber wirklich für dieses Jahr. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder, wenn es dann weitergeht. Und dann gibt es natürlich auch definitiv mehr Lotus-Videos jetzt. Denn jetzt hat es auch so ein bisschen Grund, jetzt endlich mal den Lotus-Simulator wieder auszupacken, wenn wir jetzt natürlich Fahrgäste haben, die ein- und aussteigen und wir nicht einfach nur leer so von A nach B fahren. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.